und willkommen zu einer neuen Folge der Bayern München 2 Karriere. Heute ist das ganz große Auswärtsspiel in Magdeburg. Hier auf den ersten Tabellenplatz steht Braunschweig. Hansa Rostock auf Platz Nummer 2. Und auf den dritten Tabellenplatz Bayern 2, also wir. Und zwar mit 74 Punkten. Ja, sieht richtig gut aus. Und die Journalisten versammeln sich bei der Pressekonferenz. Und wir wollen die Jungs zwar noch nicht warten lassen, aber das Team ist hier ein bisschen umgebaut worden. Ich habe ein bisschen da ein bisschen was verändert und dort ein bisschen, sodass wir ein bisschen wieder fitter in die Partie starten können. Ja. Ohne weiteres Geschwafel in die Pressekonferenz. So, ich danke für Ihre Geduld und darf dann um Ihre Fragen bitten. Obwohl am Saisonbeginn eigentlich kaum einer erwartet hätte, scheint der Aufstieg kurz vor Saisonende durchaus denkbar. Glauben Sie, die Mannschaft kann es dieses Niveau bis zum Schluss halten? Wir müssen konzentriert bleiben. Wir müssen zum Schluss kämpfen. Wir müssen zum Schluss kämpfen. Wir werden bis zum Schluss kämpfen und wir wollen es nach wie vor schaffen, falls es am Ende doch nicht reichen würde, ich nicht enttäuscht sein. FC Bayern München 2 legt derzeit eine Siegesserie hin. In den letzten 14 Spielen gab es nur Siege. Geht es auch gegen Magdeburg so weiter? Das werden wir ja sehen. Unsere Form ist ja überragend. Es ist toll, mit so einer formstarken Mannschaft zu trainieren. Bei unserer Spielweise wird die Serie auch weiterhin gehen. Weitergehen, meinte ich. Im Spiel gegen 1. FC Magdeburg erwartet sie ein echtes Duell der Giganten. Wer setzt sich durch? Oh. Das. Abwarten. Wir haben hart trainiert. Wir werden siegen. Abwarten. Wir müssen abwarten. Ganz einfach, kurz und knapp. Damit sind wir am Ende der Vielen Dank und Pressekonferenz. bitte Ich keine bedanke weiteren mich bei Fragen. allen. Hier nochmal schön zu erkennen, Bayern 2 bleibt gegen Meppen ohne Gegentor. So, und ohne weiteres Gelaber gehen wir jetzt ins Auswärtsspiel in Magdeburg. Und damit, let's go! Noch eine kurze Trainingssession. Achso. Na, das geht dann nicht. Und jetzt ab ins Stadion. In Kürze machen sich erst noch die Magdeburger und die Bayern München 2 Spieler etwas warm und dann geht es richtig ab. Und damit ein herzliches Willkommen aus der Arena in Magdeburg zu dem Spiel Magdeburg gegen FC Bayern 2 gegen uns. Die Kommentatoren sind nicht Vollfuß und Frank Buschmann, sondern meine Wenigkeit, der Blue Eyes Lair Dragon. Und heute sehen wir auch ein sehr spannendes Spiel.
mit ausreichend Tore. Und ich hoffe, dass wir die letzten Spiele durchaus mit Bravour bestehen können. Und nochmal hier Magdeburg auf dem 4. Wir auf dem 3. Tabellenplatz. Das heißt, es wird ein richtig spannendes Duell. Wir stehen zwar etwas unter Druck, aber wir müssen nach vorne schauen. Und ich hoffe instinktiv, dass wir es schaffen werden. Die Aufstellung der Magdeburger: Alexander Brunst in Tor, vorne Christian Beck, Leon Belbel, auf die man sehr gut achten muss, sonst Bumheuer, Harant hinten in der Abwehr. Und hier ist unsere Aufstellung: Adais vorne im Sturm, dahinter unser Kapitän Fred, Dayaku, Batista, Meyer, Kern, Philipp. Und der Schiedsrichter hat angefangen für Magdeburg, also von links nach rechts. Und wir, der Gast, von rechts nach links. Wagner hat den Ball perfekt angenommen. Schickt ihn auf Senkball. Auf Kern, passt nach vorne auf Fred, der einmal kurz zurückdribbelt, wieder auf Kern, Batista Meyer, gut auf Adais, der sprintet, Schussversuch, hat den Ball nochmal, schießt und jawohl, schön reingenetzt, unten links oder unten rechts, ich konnte es gerade nicht so genau erkennen. Aber dabei war Pursch drin. Hier nochmal schön Adais. Schuss, Abprall. Und dann schön unten links. Mit Nachschuss. Schön ausgekurvt. Die Nummer 3. Und dann schön wuchtig rein. 1:0. Für Bayern 2. In der 5. Minute das 3. Drittligator von Adais. Jetzt wieder Magdeburg. Beck. Rother. Wieder auf Beck zurück. Wieder nach vorne. Aber hier Bayern 2 schön an den Ball rangekommen. Adais. Auf Fred. Dayaku. Ah, zu weit nach vorne gepresst. Aber hier Adais. Spiel. Ah, und Kern hätte fast die Chance. Ah, da macht Magdeburg gerade einen Fehler. Adais. Ah, und das war doch abseits. Paar Sekunden. Hier nochmal zu sehen. Adais voll in der Abseitsfalle. Brunst. Weiter Abschlag. Tavares kommt nach vorne. Hat Adais den Ball gegeben. Auf Fred. Dayaku. Dreht sich. Ha. Bebel hat den Ball jetzt. Win. Tavares ist nah dran. Adais. Weiter Ball schön nach unten auf Batista Meyer. Wartet. Langt rein. Aber die Flanke war zwar gut, aber abnehmbar war nicht so viel. Philipp hat jetzt den Ball. Erstmal ganz ruhig. Kurft ein bisschen. Aber der Ball kommt nicht richtig zurück, weil Philipp zu lange zögert. Jetzt hat Belbel Ball. Tavares rennt. Flanke kommt rein. Kopfverwurf und Rother. Aber über den Kasten von Wagner drüber.
Keeper von Bayern 2. Fred, guter Kopfball. Ja, aber Ernst ist etwas schneller da. Rotter auf Ernst. Guter Ball auf Bebel. Wieder ein gutes Pass- und Dribblingsspiel. Rotter. Pressinger. Schussversuch, aber in der Mauer hängen geblieben. Und da steht Magdeburger Spieler genau in der Abseitsfalle. Hier nochmal schön zu erkennen. Steht die Nummer 20 schön in der Abseitsfalle. Wagner mit dem Abschlag. Ah, zu doll auf Petel. Hotter, Ernst. Schamet. Flanke. Denkball drangekommen. Forsten, aber der Ball ist noch heiß. Wagner, wow. Glanzart. Alter. Da blieb mir fast das Herz stehen. Adais. Guter Ball nach oben auf Dayaku. Der jetzt am Flügel rennt. Abbremst. Nochmal nach unten. Adais. Wird aber umgenietet. Und ich glaube, das geht einen Freistoß. Ja, das wird einen Freistoß gehen. Und das sind wahrscheinlich 18 Meter. Und direkt in die Arme des Keepers. War der erste Versuch von mir mal. Wieder Bebel. Durch die Beine durch. Aber Bayern 2 hat den Ball wieder zurückerobert. Guter Ball nach vorne auf Batista Meier. Der reinflankt. Philipp nach oben auf Gaba. Und da stand schon wieder einer. Abseits wäre fast was geworden. Gaba auf Philipp. Adais. Will sich umspielen. Nadelikov auf Philipp. Kern, Adais. Und schon wieder gezögert. Nachschuss. Und Brunz kam noch ran mit der Hand. Und damit geht es Ecke. Schöner hoher Ball. Kopfball. Und der Ball wird rausgeschlagen aus dem 16er. Netjilkov hat den Ball, macht den Einwurf. Batista Meier auf Fred. Schön nach unten, auf Adais. Schussversuch und Brunz kam wieder ran. Also die Flanke kam und Adais mit dem Schuss. Hier nochmal schön nach oben. Dann Adais. Innenseite, aber ich glaube, der Versuch war gar nicht mal so schnell. Gaber jetzt mit der Ecke. Kommt hoch. Direkt in die Arme des Keepers geflogen ist der Ball. Der Keeper wartete etwas länger als gewöhnlich. Vorher. Der Ball geht auf Gabas Kopf. Nur noch Kern den Ball, gibt auf Gaba. Gut auf Dayaku. Und da steht der Gegenspieler direkt ihn perfekt und kann die Flanke blockieren. Priesinger. Nilkow. Und Batista Meier schlägt den Ball erstmal ins Aus. Schahed. Rotter. Gibt zurück auf Harnad. Oder Harad. Rand. Oder wie man ihn aussprechen soll. Fred. Adais, Dayaku sprintet und sprintet. Und ich glaube, er kommt nicht mehr ran, er kommt nicht mehr ran. Und da war die Chance vergebens. Priesinger versucht ranzukommen. Batista Meier nach unten auf Adais. Komm schon, Adais. Das wäre fast was. Wieder auf Philipp. Adais. Und wieder wird Adais bedrängt.
Der Jellicoe versucht, gegen ihn anzukommen, und da versteht sich Schiedsrichter erstmal in die Halbzeitpause. Und da freuen sich erstmal die Bayern München nach zwei Fans. Joa, Queen, Adais, sechs Versuche, sein erstes Tor. Nicht sehr viel von Magdeburg zu sehen, aber man sagt, es ist noch nicht zu Ende das Spiel. Die Halbzeitstände: Halle FC 1:0 in 1860 München. Gasteiz-Jena 0:0 gegen Viktoria Köln. SSV Zwickau 0:0 Ingolstadt. Kaiserslautern liegt hinten in der eigenen Stadion gegen KSC Uerdingen mit 1:0. SV Meppen und Unterhaching 0:0 und hier 1:0 hier in Magdeburg. Und wir gehen sofort. Ich glaube, ich mache doch mal einen Wechsel. Adais sieht schon richtig ausgepowert aus und dafür kommt ab Abu Bakar ins Spiel. Und das war der einzige Wechsel. Auf Kern durch den Anstoß. Dayaku hat den Ball, spielt nach oben in die Mitte zu Fred. Nedjeljkov. Guter Ball zurück auf Batista Meier. Auf Fred. Abu Baka. Kann sich durch Priesinger leider nicht durchsetzen. Und Beck hat den Ball. Auf Bell. Rohrball auf Kaha Shahed. Denkball versucht ranzukommen. Gutes Stellungsspiel. Philipp ist rangekommen, kann den Ball rausschlagen. Außen 16er. Aber Tisa Meyer kann leider den Ball nicht doll kontrollieren und damit hat Magdeburg jetzt wieder den Ball. Ernst. Schahed. Den Ball steht da wie ein Fels in der Brandung. Auf Kern. Philipp. Guter Ball auf Dayaku. Versucht sich durchzusetzen gegen Fat Hell. Und Einwurf. Dayaku hat ihn ausgeführt. Auf Gaba. Oben auf Fred. Abu Bakar hat den Ball. Spielt nach innen. Und da ist Kern. 2:0. 55. Minute. Und Kern mit der Nummer 29 macht die Führung. Ausbau präzise. Und die Münchner Fans freuen sich hier. Schöner Ball in die Mitte. Dann geht Kern in die Mitte des 16er Punkts, also fast 11 Meter. Und dann braucht er nur noch zack mit dem linken Fuß und den einnetzen. Und der Torwart ist geschlagen. Brunst, keine Chance. Timo Kern, 55. Minute, sein Drittligator mit Bayern 2. So, Anstoß für Magdeburg jetzt, die noch keinen Wechsel durchgeführt haben. Warte, auf Bell. Priesinger. Beck. Bertram. Und da wird ein Wechsel durchgeführt. Die Nummer 19 geht runter und ein frischer Mann mit der Nummer 18 kommt drauf. Moment. Temp ist drauf, Bell ist runtergegangen. Hat doch nicht so viele Chancen gehabt. Und versuche, um ein Tor zu machen. Hier wieder auf Kern. Oh, man hat leichte Buhrufe gehört, weil der Pass nicht so richtig gut ankam. Kern versucht gegenzukommen. Flanke geht rein. Back, Kopfball, aber leider weit am Kasten vorbei. Hier im Angriff Kern, Mittelfeldspieler, gut zu sehen von den Wagner, also mit dem Abstoß. Gut zu Kern. Wurde auf Gaba geköpft. Und Bertram hat den Ball jetzt nun weg. Versucht, gutes Pressing aufzubauen, aber hier Gaba
Gute Stellung. Und hier Bautista Meyer. Ranches. Will schießen, aber sein Gegenspieler ist schon zur Stelle. Und damit ist die Gefahr erstmal wieder bereinigt. Priesinger auf Temp. Oben am Flügel hat er jetzt den Ball. Langt rein. Senkball schlägt ihn raus. Priesinger. Rot her. Guter Ball auch. Ernst. Der reinflank. Wagner springt. Zack, den Ball in der Hand. Rausgeschlagen auf Dayaku. Fred hat den Ball. Guter Ball auf Dayaku. Er versucht vor zu dribbeln. Ha. Und da fängt der Linienrichter einen Freischuss und ein weiterer Wechsel. Die 6 geht runter. 10 kommt drauf bei Magdeburg. Und ich glaube, wir machen auch mal einen Wechsel. Oh, unser Kapitän Fred sieht richtig abgeschlagen aus. Kommt Tillmann und Timo Kern wird jetzt Kapitän. Sonst sehen die Leute noch gut aus. Aber Köln wird für Philipp reinkommen. Weil Köln kann auch LV, ZM, ZDM und LM. Mal sehen, wie das sich auswirkt. So, die Wechsel werden hier ausgeführt. Philipp hat richtig was Starkes gemacht und hat diese Pause nun wirklich verdient. So, 35 Meter. Hier nochmal schön die Wechsel angezeigt. Dayaku. Hoher Ball. Kopfballversuch. Ball ist immer noch heiß. Schussversuch. Oder Abubakar direkt in die Arme des Keepers. Abubakar hat immer noch den Ball. Aber dabei wird von Priesinger. Wieso ich Priesinger gesagt habe, weiß ich immer noch nicht. Ja. So, erstmal gucken. Genau auf Tillmann. Ah, und da steht Petterl genau davor und blockt den Ball. Temp auf Beck. Hoher Ball auf Ernst. Ball auf die Nummer 10. Beck. Und direkt an Kassen vorbei. Da war die Chance gewesen vom Kapitän. Aber voll an Kratzen vorbei. So, Abschlag von Wagner. Der Rohrball. Auf Kern. Köhn. Dayaku spielt nach oben. Parker. Versucht sich hier durchzuspielen. Schafft es auch. Guter Schussversuch, aber ich glaube, abseits. Ja, Timo Kern stand leider in der Abseitsfalle. Da sieht man es nochmal genau, er stand voll in der Abseitsfalle. Boah, Ball. Und Magdeburg kann ihn sich trotzdem noch bauten. Weg. Auf Bertram. Flankt rein. Tavares, guter Koffer nach draußen. Ball nach vorne, auf Bautista Meyer. Rein, flanken will er. Aber sein Gegenspieler blockiert wieder den Ball. Und damit Ecke. Nedjelkov. Hoher Ball. Wieder rausgeschlagen. Köpft auf Dayaku, der immer noch den Ball hat. Flankt rein. Und das Tor zählt. Jawohl. Und unser Spieler hängt hier im Tor fest. Und man hört die Buhrufe hier nochmal schön. Zack, Innenseite, schön. Kam dabei ganz locker und die Nummer 27, Köhn, braucht nur mit der Innenseite reinschlagen, mit seinen Schlappen. Derek Köhn
Erstes Drittligator für Bayern 2. In der 83. Minute. So, Magdeburg also wieder mit Versuch nach vorne zu kommen. Bringt aber nichts. Nesjelkov hat den Ball. Aufsenkbar jetzt. Auf Gaber. Auf Tillmann. Und da wartet er. Er will versuchen, Bobenheuer auszutricksen, aber leider hat es nicht funktioniert. Hier soll es ein leichtes Foul gegeben haben, aber die Flanke kam nicht sehr gut. Wagner ganz locker und flockig aus der Luft gekämpft. Geschnappt, meinte ich. Schönes Blockieren von der Abwehrreihe. 3 Minuten, sagt der Unverteidiger, werden noch drauf gepackt. Nochmal schöner weiter Rausschlag. Kopfballversuch nicht so gut. Aber hier, Batista Meier. Hat viel Platz. Schießt er. Jawohl. 4-0. Batista Meier. Haut Magdeburg hier im Alleingang. Hier nochmal schön in der Wiederholung. Ball schön nach oben und Batista Meier rennt denn schnurstrade aus. Und die Nummer 2 und Nummer 3 können ihn leider nicht einholen. Und er braucht dann ganz locker den Ball oben links einnetzen. Oliver Batista Meier, sein drittes Drittligator für Bayern 2. Neunzigste Minute. Und nach den Anpfiff sind 34 Sekunden vorbei und das Spiel ist beendet. Und man hört die Buhrufe von Magdeburg, wie ihre Mannschaft leider nicht hier es geschafft haben, Bayern 2 zu besiegen. Oliver Batista Meier, erster Versuch, erstes Tor. Großartige Leistung von ihm. Auch alle anderen haben sehr gut gespielt. Ja, da ist in der 5. Minute das Führungstor. Kern in der 55. Dann Köln in der 83. Und dann zum Schluss Batista Meier, 90. Minute nach Ende der Nachspielzeit. Hier nochmal schön zu sehen. Zack, Adais. Schön ausgekocht und dann schön eingenetzt. Und das war das grandiose Start zum Schützenfest. So. Ins Interview nach diesem Spiel. Endstunde 2:0, 1:0, 1:1, 1:1, 0:0. Und dann werden wir später sehen, wie die Tabelle ausgeführt ist. Danke, dass Sie so kurz nach Abpfiff vor unsere Kamera gekommen sind. Nedjeljkov ist aktuell gut drauf. Wie zufrieden sind Sie mit seiner heutigen Leistung? Also die Leistung war sehr gut. Er hat richtig gut gespielt und auch gut Lobeshymne verdient. Nedjeljkov ist ein grandioser Spieler. Er hat alle nur möglichen Lobeshymnen verdient. Hoffentlich kann er uns weiter mit solchen Auftritten verzaubern. Und das wünsche ich mir auch von ihm. Glückwunsch, Sie konnten Ihre Siegesserie heute ausbauen. Wie lange wird diese Serie Ihrer Meinung nach noch anhalten? Die Frage kommt schon andauernd und ich sage es immer noch: Verdient der Mannschaft und der Spieler. Es ist toll, mit so einer fantastischen Mannschaft zu arbeiten. Das ist ganz allein das Verdienst der Spieler. Heute haben alle mit einem engen Spiel gerechnet. Sie auch? Nein, also so wie es aussah, war das kein enges Spiel. Damit hätte ich nicht gerechnet. Kompliment an den Gegner. Das war heute ein enges Spiel zweier ausgeglichener Teams, aber
Wir haben uns durchgesetzt und das Ergebnis drückt das gar nicht mal so richtig aus. Ich danke Ihnen. Bitte sehr. Nochmal Köln erzielt erstes Saisontor. Okay. Köln erzielt erstes Saisontor. Mal mit seinem ersten Saisontor verhalf Köln FC Bayern München 2 zu einem 4:0 Sieg gegen 1. FC Magdeburg. Siegesserie baut 15 Spiele aus. Also Bayern 2 baut Siegesserie auf 15 Spiele aus. Und das kann man schon was sagen. Mit dem Sieg gegen Magdeburg geht die Siegesserie von Kranz weiter. Nun könnte man bereits 15 Siege in Folge holen. Kurz die andere Mitteilung. Oh, hier Magdeburger Trainer. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Bayern 2 triumphiert gegen Magdeburg. Es war die Begegnung zweier Anwärter auf der Tabellenspitze. Und FC Bayern München 2 ging als Sieger über 1. FC Magdeburg vom Platz. Die Sieger hoffen, dass dies der Beginn eines Laufs ist, der sie an die Tabellenspitze führen wird. Naja. Nochmal kurz hier unsere Jugendspieler. Oh, Philipp, der geht schon richtig ab. Morgen kommt auch schon richtig gut. Koppa kommt bald auf die 59. Hooks bald auf die 57 und Kurs auf die 60 zu. So, und danach ist das große Spiel in Hoffenheim. Und zwar, es ist das Halbfinale in der DFB-Pokal. Bayern 2 zu Gast in Hoffenheim. Und das wird auch ein sehr, sehr großes Spiel und die Teams werden es nicht gleich haben. Also gegen sich. Und ich werde das Team demnächst wieder umbauen, weil ich will immer mit einer Top-Mannschaft, aber das werdet ihr in den kommenden Folge-Episode sehen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns, wenn es wieder heißt: DFB-Pokal Bayern 2 gegen TSG Hoffenheim. Haut den Like-Button kaputt. Abonnieren nicht vergessen. Glocke aktiv machen. Zweitkanal, Logo, Spiker folgen. Abonnieren. Auf Instagram unter meinen Bildern einen Kommentar schreiben. Dann werdet ihr im nächsten Video auch gegrüßt. Und folgt mir gerne auf TikTok, nur als Lair Dragon. Und ja, das war's auch. Ich habe TikTok, Instagram, mein Zweitkanal. Ja. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und wir sehen uns ja beim nächsten Mal. Und vergesst nicht, versprich mir, haltet den Ball immer flach. Ciao, bis zum nächsten Mal.